Eine der bekanntesten Wirkungsstätten Martin Luthers ist zweifellos Wittenberg. Doch gibt es allein in Sachsen-Anhalt über 60 weitere Orte, an denen sich der Reformator nachweislich aufhielt oder aufgehalten haben soll. Ob Häuser und Schlösser, Klöster und Kirchen oder auch nur Steine und Bäume, um die sich Mythen und Legenden ranken, das Projekt Luther war hier erfasst all diese Orte. Durch eine einheitliche Beschilderung werden sie sichtbar und erkennbar gemacht. Per QR-Code gelangt man auf eine mobile Internetseite mit weiterführenden Informationen zum Ort und zum jeweiligen Aufenthalt Luthers.